Willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser HDP 50, beziehungsweise hier jetzt die Österreich-Version, die NXG PS 200, die Paintball Pistole 200. Baugleich mit dem HDP 50, auch von Omarex Walter. Das heißt, selbe Firma, wahrscheinlich selbes Werk, aber hier jetzt die in einer anderen Farbe graue Version in 11 Joule. Kaliber 50, sonst ist alles gleich. Gut, bevor wir uns jetzt unterschiedlichsten Schusstests widmen, ganz kurz etwas zu diesem Teil. Es ist keine Pistole, wo man den Schlitten zurückziehen kann. Sie hat kein Magazin, obwohl hier ein kleiner Druckknopf ist, es gibt kein Magazin, das man rauswerfen kann. Es gibt, obwohl der Fanghebel für diesen Schlitten da angedeutet ist, das hat das alles nicht. Das ist einfach ein Teil, das man von dieser Seite hier ladet. Da gibt es auf der Seite die Möglichkeit, diese Feder nach vorne zu ziehen. Ja, dadurch öffnet sich hier, also gibt es hier diese Öffnung frei. Da kann man jetzt dann die unterschiedlichsten Paintball-Kugeln, ein Kaliber 50, alles, was es am Markt gibt, passt da rein und anfüllen. Und du hast dann auch hier automatisch eine Anzeige über den Ladezustand. Dann hier wiederum einmal so draufdrücken, dann geht das rauf und dann ist fertig geladen. Und es hat auch so wie der HDR, den man dann auch im Vergleich dazu, also wenn du so ein etwas hast und jetzt wissen willst, was der Vergleich zur HDP ist, beziehungsweise zu dieser 11 Joule NXG Variante von Omarex Walter, dann zeige ich dir das noch. Aber es gibt hier eben diesen roten Knopf. Das heißt, es wird hier unten eine 12 Gramm CO2 Kapsel eingeführt, zugeschraubt und im Standby-Modus gehalten. Und wenn man das Teil dann braucht, klopft man hier drauf, sticht sozusagen die Kapsel an und dann ist man bereit zum Schießen. Was man jetzt gleich einmal auch sieht, hier ist dann der Ladezustandanzeiger, also beziehungsweise der Gasdruckanzeiger, das sieht man dann. Kimme und Korn, ja, ist so mit so einem Leuchtding ausgestattet und das ist ja nett, weil man dadurch natürlich viel besser ins Ziel kommt, wie ich meine. Ja, als bei dem HDR, wo das nicht der Fall ist. Also das ist schon einmal ein Unterschied. Aber die anderen Unterschiede, die schauen wir uns dann auch noch an. Ich will jetzt hier an der Stelle noch nicht zu viel erzählen. Aber Picatinny-Aufsatz unten, oben nicht. Daher auch das bessere Visier, während man beim HDR ja ein Leuchtpunktvisier montieren kann. Übrigens, das hier ist auch die Österreich-Version, die neue Österreich-Version in 11 Joule NXG PS 100, auch baugleich mit dem HDR, also gibt es keinen Unterschied, aber das schauen wir uns dann noch an. Ich höre jetzt auf uns reden, jetzt schießen wir mal auf was. Im Lieferumfang ist so ein Imbusschlüssel dabei und manchmal braucht man den zum Aufschrauben, wenn man nicht so fest zusammendrücken mag, aber ja, das ist ganz einfach so. Ist aber nicht unbedingt notwendig, hier schaut das Ganze, so ist das kleine Innenleben, da ist dieser Stachel. Wenn man da drauf drückt, dann kommt eben dieser Stachel hervor und sticht diese 12 Gramm CO2-Kapsel an dieser Stelle ein. Daher muss die CO2-Kapsel so eingeführt werden und dann schraubt man. Und da ist dann immer die Frage, wie weit muss ich schrauben? Na, bis ansteht. Das heißt, du schraubst und schraubst, bis nichts mehr geht. Und jetzt bitte nicht den Imbusschlüssel nehmen und sagen, aber das muss ja richtig zu sein. Nein, muss nicht sein. Das reicht so. So ist jetzt mal im Standby. Also dann, wenn das Gewinde sagt, okay, es ist jetzt aus, dann braucht man nicht mehr weiter drehen, dann reicht das. Gut, der Ladevorgang, wie gesagt, hier dieser Hebel nach vorne schieben, dann gibt es diese kleine lustige Öffnung frei und ich schieße jetzt mit Kalkballs oder wie auch immer die heißen, nämlich Kreidemarkierern. Und wenn ich die jetzt da reinlaufen lasse, ja, dann siehst du gleich, ui, das fällt rein, ein bisschen schräg halten und ja, dann fallen diese netten Kaliber 50 Kugeln, Paintball, Markier, Kreideteile da hinein. So, schauen wir mal. Also es sollten 6 reinpassen, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und so ist es jetzt auch. Ja. Dann wiederum hier auf diesen kleinen Knopf draufdrücken. So, ja, und hat er schon. Und jetzt ist ein Druck drauf. Da ist eine kleine Feder drauf. Und ja, jetzt ist das Ding einmal einsatzbereit. Aber nur halb. Das heißt, jetzt kann noch immer nichts passieren. Ich kann das jetzt runterwerfen. Also da geht nichts ab, weil noch kein Gasdruck, also kein CO2-Druck in dem Paintball-Markierer drin ist. Also ich kann da jetzt abziehen, ist alles überhaupt kein Thema. Apropos abziehen, Sicherung gibt es auch keine. Ja? Außer diese kleine Abzugssicherung, dass man, wenn man jetzt seitlich hindrückt, dass da nichts tut, aber sonst ist das absolut ungesichert. Also wenn man da drückt, dann macht es Boom. Es gibt kein
den Gas, wenn CO2 drauf ist. Es gibt keine Sicherung, das muss uns bewusst sein. Gut, jetzt ist sie mal fertig. Und jetzt, schau mal her, jetzt drücke ich da drauf. Und jetzt hat sich der Lade, oder besser gesagt der Gasdruck oder CO2-Druck-Anzeiger hier rausgegeben. Und jetzt weiß ich, oh, jetzt kann ich schießen. So, im ersten Schritt wollen wir uns einmal die Kadenz, also die schnelle Schussfolge, anschauen. Hier hinten, da ist mein Schießpfeilsack, wo ich immer mit der Armbrüste hinschieße und so weiter. Wenn ihr das auch interessiert, gebe ich da den Link zu einem meiner beliebtesten Armbrustvideos. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt will ich mal schauen, wie schnell ich da schießen kann. Und das sind jetzt so Kreidekugeln und die haben so eine Plastikhülle und die sind unangenehm. Und so ein, diese Plastikhülle, wenn die zerbricht und ins Auge kommt oder ins Gesicht, ist das unangenehmer, besonders ins Auge. Deswegen setze ich meine coole Brille auf. Ich will auf Nummer sicher gehen und dann legen wir los. Jetzt ist aus. Es geht wirklich. Es geht wirklich sau schnell. Jetzt möchte ich mal wissen, wie lange es dauert mit der HDR, ob das langsamer oder schneller ist. Gut, jetzt machen wir das mit der HDR, auch 11 Joule, eben NX GPS 100, die 11 Joule Variante der HDR. Und der große Vorteil dabei ist natürlich, da habe ich eine Trommel, die ich auswechseln kann. Das heißt, ich kann hier schneller nachladen im Vergleich zur Pistole, weil das geht halt nicht so einfach. Aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Ravumsi kabumsi kann man jetzt machen. Jetzt schauen wir, wie schnell das geht. Und los geht's. Gefühlt kein Unterschied. Also da muss ich jetzt sagen, gefühlt echt kein Unterschied. Wenn man ausgeschossen hat und fast kein Druck mehr drauf ist, aber trotz alledem sich das da nicht öffnen lässt, weil auch die Druckanzeige noch da ist, dann kann man entweder mit dem Finger oder mit einem harten Gegenstand hier drauf drücken und den letzten Rest CO2 rauslassen und dann kann man es normalerweise mit der Hand aufschrauben. Das heißt, wenn du merkst, ich krieg das nicht auf, dann Druck rauslassen und wie gesagt, erst wenn dieser Pin hier komplett verschwunden ist, dann aufdrehen, weil sonst macht es auf der anderen Seite. Leider gibt es vom Hersteller kein eigenes Holster, aber wir haben hier ein modulares Holster und das kriegst du natürlich auch bei uns im Shop, ist eh ganz klar, das passt, kann man ganz genau anpassen an diese Pistole, geht natürlich auch für andere. Das ist alles sehr einfach und sehr locker und flockig und du kannst auch auswählen, wie du dann diese Pistole sichern willst mit Mollestreifen, also entweder am Gürtel oder auf einem Rucksack oder sonst irgendetwas. Ich meine, dass man dieses Ding weder in Deutschland noch in Österreich noch sonst irgendwo im deutschsprachigen Raum, ich glaube auch in der Schweiz, nicht führen darf ohne eine spezielle Genehmigung, das sollte klar sein. Da gibt es Paintball-Verordnungen, die das regeln. Aber daheim oder am Spielfeld oder im eigenen Grundstück ist das natürlich erlaubt und da ist dieser Holz auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. In vielen Tests geht es ja immer um Energie, was kann ich an Energie ins Ziel bringen, aber es geht auch darum, wie schnell kann ich Ziele treffen, machen wir jetzt dann gleich einen Test. Aber bevor wir den Test machen, ich habe jetzt hier eine besondere Kapsel und zwar eine Wartungskapsel und egal für welche Paintball oder Airsoft oder CO2 du dich entscheidest und was du tust, die sind immer wieder mal notwendig, weil da ist Silikon und Öl drin und das pflegt und reinigt und dichtet und sorgt, dass die ganzen Ventile immer schön funktionieren, also daher auch das. Wie gesagt, ist ja alles hier ein billiges Eigenwerbevideo, kriegst alles bei meinem Shop-Link, findest du unten und hier auf der Seite, eh ganz klar. Gut, ich lade jetzt wieder sechs von diesen Kügelchen. Und das ist halt der ganz klare Nachteil bei diesem Teil hier, dass das Laden halt ein bisschen dauert. Während du bei der HDR, selbst wenn du die Ersatztrommel oder die Trommel wie der letzte, das geht schneller als das hier. Ich meine, das müsste man dann auch noch einmal trainieren, aber das hat keinen Sinn. Also wenn du mit 6 nicht triffst, dann, ja, dann ist es vorbei. Gut, da vorne habe ich jetzt 6 Holzscheite aufgestellt, also ich will die jetzt nicht energietechnisch behandeln, sondern ich möchte schauen, wie lange brauche ich, um alle 6 zu treffen. Ich habe ja nur 6 Schuss, also legen wir los. Ha, und wünsche mir Glück, was glaubst du, wie viel treffe ich? Schreib unten gleich einen Kommentar, bevor ich jetzt den Schießen anfange. 1, 2, 0, na, da, da, schauen wir mal. Und let's go! Das war's. Also, die Ausbeute ist nicht sonderlich. Das möchte ich gleich noch einmal probieren.
Also ich bin jetzt richtig deprimiert, deswegen. Also da habe ich mich jetzt nicht zusammengerissen. Da mache ich mir jetzt voll, das ist jetzt voll peinlich für mich, aber eigentlich ist es mir wurscht. Wir probieren das gleich noch einmal. Und ich würde sagen, man muss das halt trainieren. Schießen ist halt nicht etwas, was man sagt, das mache ich einfach so, sondern das muss man halt immer trainieren. Und anscheinend bin ich ein bisschen aus der Übung. Und das werden wir gleich einmal korrigieren. Gleich noch einmal. Und besser. Wirklich besser. Aber richtig zufrieden bin ich auch noch nicht. Eieieiei, reine. Das ist schon irgendwie. Könnte das besser sein, aber schauen wir einmal noch. Einmal ist keinmal. Jetzt schauen wir, weil ich ja jetzt wirklich nicht drüber geschossen habe, ob ich eine dritte Serie schießen kann mit der CO2-Kapsel. Bei der 7,5 wird das wahrscheinlich etwas anders sein, weil da weniger rauskommt, aber mal schauen. Jetzt habe ich alle 6 getroffen. Jetzt bin ich wieder froh. Also, man muss das trainieren, es geht schon. Aber ich war wahrscheinlich so nervös, weil da zehntausende Leute zuschauen oder so irgendwas da. Das wird es gewesen sein. Nein, also es funktioniert natürlich. Und ja, jetzt ist aus. Was er auch bewiesen hat, man kann auch die 6 Ziele gut treffen, wenn man schießen kann. Und es geht sich 3-mal auf jeden Fall aus, ohne die Fehlschüsse. Kommt natürlich auch die Frage, was das Zubehör betrifft. Wir hatten ja bei der HDR doch einiges an Zubehör, wie zum Beispiel hier diesen Launcher. Ja? Der passt bei der HDR wirklich perfekt drauf. Das ist jetzt, oder das ist keine HDR, ich weiß, dass das eine PS100 ist, aber das ist genau dasselbe baugleich, nur halt eben ein Paintball-Revolver. Aber wurscht, das hier, das geht nicht ganz rauf und da ist hier an der Stelle so eine Fixierung. Ja? Siehst du da? Ja. Und die geht gar nicht rüber, also das funktioniert nicht, das geht nicht, ist einfach so, muss man zur Kenntnis nehmen. Was grundsätzlich geht, ist zum Beispiel hier so ein Waffenlicht. Wichtig dabei, in Deutschland ohnehin in dieser Art und Weise verboten, weil das auch auf eine Faustfeuerwaffe raufgehen würde, unser Problem. Und das Problem ist auch, dass man da genau schauen muss, dass man das richtige Lichtchen hat, damit man da noch reinladen kann. Oder man sagt, okay, ich will sie sowieso noch in Standby haben, ich lade rein und ziehe das bis nach hinten und dann ist eh okay. Und dann kann ich hier mit einem Hebel einschalten und drauf losschießen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, hier, aha, da ist noch ein Druck drauf, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Der HDR hat hier an dieser Stelle eine Picatinny-Schiene, das heißt, man könnte hier auch ein Leuchtpunktvisier montieren. Das geht hier an dieser Stelle nicht, dafür ist die Kimme und Korn-Version super und schön gemacht. Und dann auch natürlich jetzt die Frage, was trägt mehr auf von den Abmessungen? Also du siehst, der HDR ist einfach breiter, klar, wie halt bei einem Revolver üblich und die Pistole ist doch relativ schlank und rank und auch von der Größe her, also es ist jetzt der HDR ein bisschen länger, aber das macht das Kraut nicht fett und die sind sich jetzt so jetzt vom Gewicht her, beide haben eine CO2-Kapsel, okay, ich muss jetzt dazu sagen, da ist so dieses Lampball drauf, schau das an, ich gebe dir wie gesagt den Link in den Shop, kannst du beide anschauen und auch beide kaufen, wenn du magst, ich komme dann auch noch zum Fazit, ungefähr gleich schwer, also da merke ich jetzt keinen Unterschied, ja, ist einfach so. Okay, Schatzi, leg los! Ah. Okay, also das war gar nicht einmal so wild. Das habe ich nur kurz gespürt. Super. Okay. Schatzi! Auf ein neues. Bitte gut treffen. Ich habe mich ja schon einmal von einer 7,5 beschießen lassen, aber das tut wirklich mehr weh. Ach, irgendwo da. Wow!
Ja, was ist mein Fazit? Ich habe mich ja schon einmal von dem Revolver in 7,5 beschießen lassen und es hat auch weh getan. Aber ich kann nur sagen, dass jetzt mit dieser 11-Joule-Version, mit diesen Kreidekugeln, ohne die Jacke, kommt gleich dazu, das ist um Klassen schlimmer. Jetzt weiß ich auch, warum man beim Paintball ein Vollvisier braucht und ganz dickes Zeug, weil es ist wirklich, das ist kein Spaß gewesen jetzt. Ja. Also das schwillt da hinten noch immer schön an und ich werde noch einige Tage an meine Frau denken und dieses Mal in einem anderen Zusammenhang. Als ich diese Helikontex Fließjacke, das ist die ja, Patriot heißt die, ja, das habe ich gerade gespürt. Also da habe ich gewusst, okay, ich bin beschossen worden und habe gesehen, okay, passt. Aber ich habe sie ausgezogen, weil das hat, ja, das ist überhaupt nichts. Aber mit dem Hemd, ich habe ein Hemd und unter beim ein Level. Übrigens, diese Level, die gibt es auch bei mir im Shop, im Waldeiwal Shop, der Survival of the Fattest. Also Reini, gebe da auch unten den Link, genauso wie da den Link zu all den Teilen hier gibt bei mir in den Shop. Aber das ist wirklich... Leck mich. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das tut wirklich weh. Also, natürlich sind diese Sachen hier, ob jetzt 11 Joule, die PS100 oder die PS200 in 11 Joule, wie gesagt, baugleich zu den Deutschland-Versionen vom selben Hersteller, kommen sicher aus demselben Werk, nur andere Farbe und heißen halt anders, wie die HD, also der HDR50 und die HDP50. Das ist kein Spaß. Also, ja, kein Spaß. Also für alle, die sagen, das ist Kinderkram. Nochmal, deswegen hat man beim Paintball-Schießen dementsprechende Schutzausrüstung. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo sind die Vor- und Nachteile bei den unterschiedlichen Teilen? Ich sage, ich muss aufpassen, da ist noch ein CO2-Druck drauf, aber sie sind ungeladen. Der ist schlanker, liegt besser in der Hand als der HDR, wie ich meine. Aber hat beim Nachladen auf jeden Fall Defizite. Ich habe das Gefühl beim Schießen, dass er mehr Rückstoß macht, dass er auch lauter ist. Klar, weil da beim Revolver kann seitlich vielleicht was austreten, ich weiß es nicht, aber das Gefühl habe ich. Der HDR, dieser Paintball-Revolver hier, das ist, wie gesagt, baugleich zum HDR 50, aber ist die PS100. Bei der ist es so, dass das schnelle Nachladen halt schon Spaß macht. Ne? Das bedeutet, ich sage, ich kaufe mir da ein paar Ersatztrommeln, gibt es auch bei mir im Shop, ist klar. Und die lade ich mir jetzt 3, 4, 5 oder was auch immer und dann lege ich rein und zack und bum, bum, bum und raus und bum, bum, bum. Das ist beim Revolver auf jeden Fall angenehmer als bei der Pistole. Ist einfach so. Was soll man sich kaufen? Also wenn du eine HDR hast oder einen Revolver, den Paintball-Revolver hast, sie ist schon cool. Sie ist wirklich cool. Und es macht Spaß damit zu schießen. Wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt das erste Mal etwas, was soll ich nehmen, dann würde ich den Revolver empfehlen. Das ist meine ganz ehrliche, offene Meinung und spricht vielleicht jetzt gegen mein Geschäft. Ja, aber es ist einfach so, dass der Revolver macht da dann mehr Spaß. Aber so teuer ist das nicht. Und beides ist schon cool. Es ist nur was anderes. Gut. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib unten bitte unbedingt einen Kommentar, wie du das siehst. Was ist da deine Meinung dazu? Was hast du für Erfahrungen mit diesem Teil? Das würde mich irrsinnig freuen. Ich werde jetzt noch ein bisschen da sitzen und darüber nachdenken, dass ich mir wirklich beschissen habe lassen. Ich Vollkoffer, aber... Ich habe es nicht bereut, aber ich werde mir das ein paar Stunden auf jeden Fall noch merken. Es spielt jetzt richtig schön an und ein paar Tage sicherlich auch. Link zu mir in den Shop kriegst du natürlich auch hier an der Stelle. Kannst all die Teile hier kaufen bei mir. Wie gesagt, nur in Österreich verschicken wir die nicht nach Deutschland, das tun wir nicht. Außer, du willst die 7,5er, die haben wir natürlich auch im Shop, die schicken wir dann nach Deutschland. Da ein Abo dalassen, da gibt es noch ein anderes Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann, bis bald und ciao.